vielen Dank und herzlich willkommen bei uns in der Studiobühne Essen. Ich freue mich ganz besonders, heute einen lieben Kollegen ansagen zu dürfen, mit dem ich auch schon öfter auf der Bühne gestanden habe. Er ist seit 2007 bei uns im Ensemble und war schon in vielen wunderbaren Rollen zu sehen. Und die meisten von Ihnen wissen es, er ist leidenschaftlicher Sänger. Also so leidenschaftlich, wie er auf der Bühne steht, so leidenschaftlich singt er auch. Und er hatte schon das ein oder andere Programm, mit dem er unterwegs war, auch bei uns hier im Haus. Ich erinnere nur an Ich, Michael Haus, Frau und Mutter. Und jetzt hat er sich ein ganz besonders anspruchsvolles Programm vorgenommen mit wunderbaren Liedern von Udo Jürgens, der leider letztes Jahr von uns gegangen ist. Und Johannes Brinkmann wird uns einen wunderbaren Abend, eine wunderbare Hommage auf Udo Jürgens bringen mit Um das zu sagen, schrieb ich dieses Lied und wir spenden Ihnen einen wunderschönen Willkommensapplaus.
dass Sie alle so zahlreich erschienen sind zu dieser Hommage an Udo Jürgens. Am 21.12. letzten Jahres, es war ein Sonntag, da bekam ich plötzlich mit meiner Heute-App die Nachricht, Udo Jürgens ist tot. Ich saß im Bus, kam von der Arbeit und ich muss sagen, ich musste weinen, weil der gehörte so selbstverständlich zum Leben. Da ist mir eigentlich erst bewusst geworden, wie gern ich den habe. Und da kam ich dann auf die Idee und habe Peter Schnell gefragt, einen Freund und klasse Musikproduzenten, ob er mit mir zusammen sich vorstellen könnte, einen Liederabend zu machen. Ja, und heute Abend sind Sie hier und erleben den. Was erwartet Sie? Es erwartet Sie nicht einen Blick durchs Schlüsselloch, ob er auch ein treues Sexualleben geführt hat. Es erwartet Sie keinen Blick auf irgendwelche Intimitäten oder Geheimnisse. Nein, ich habe mir in den Vordergrund gestellt, was wollte er vermitteln? Er hatte eine Botschaft, das war ihm immer ganz wichtig. Und ich habe hier überall Zettel verteilt und darauf stehen Zitate von ihm. Er hat ja auch Bücher geschrieben und die werde ich dann einfach mal eins nehmen und dazu dann eben ergänzende Gedanken Ihnen vortragen. So habe ich mir das vorgestellt. Aber bevor wir jetzt weitermachen mit dem Anfangen, singen wir einfach noch ein Lied. Okay, Petra? Ein bisschen lauter. In diesem Mietshaus wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohl bekannt. Doch stell dir vor, was ich soeben unter unser Haus gebracht. Es ist ein Brief von unserer Nachbarn, darin steht, wir müssen raus. Sie meinen, du und ich, wir passen nicht in dieses ehrenwerte Haus. Ich will mit einem Paar zusammenleben und tatsächlich doch zwei Männer sind. Hat man sich gestern hier getroffen und dann hat man abgestimmt. Die Gemeinschaft aller Mieter schreibt uns nun, ziehen Sie hier aus. Hey, 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 denn eine schwule Ehe, das war's nicht in dieses ehrenwerte Haus. Es haben alle unterschrieben, schau dir mal die lange Liste an. Die Frau von nebenan, die ihre Lügen nie für sich behalten kann. Spioniert sie jeden aus. Auch dieser Kerl, der seine Tochter schlägt, steht für dies ehrenwerte Haus. Und dann die Dicke, die den Hund verwöhnt, jedoch ihr eigenes Kind vergisst. Der Alte, der uns stets erklärt, was hier im Haus verboten ist. Der vom ersten Stock, er schaut die ganze Zeit zum Fenster raus. Hey, 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 und er zeigt jeden an, der mal falsch war, in diesem ehrenwerten Haus. Der graue Don Juan, der starrt dich jedes Mal im Aufzug schamlos an. Die Witwe, die verhindert hat, dass hier ein Schwarzer einziehen kann. Wenn du mich fragst, diese Heuchelei halte ich nicht länger aus. Wir backen unsere sieben Sachen und ziehen fort aus diesem ehrenwerten Haus. Yeah.
Nachteil dadurch, dass ich ohne Mikrofon singe, dass sie so laut nicht mitklatschen können oder auch mitsingen, obwohl sie werden mitsingen können. So an einigen Stellen werde ich sie sogar dirigieren. Okay, ich zeige Ihnen mal, wie es geht. Ich nehme einfach einen Zettel. Bückend werden wir schwer, ich bin auch schon etwas älter. Und ich brauche eine Brille, wenn ich lesen will. Ansonsten geht's. Ah, das passt. Es geht um die Ehe. Er schreibt, wäre ich gegen die Ehe, wäre ich auch gegen die Zweisamkeit. Ja, ich müsste doch einem Pärchen, das einander sich verliebt hat, sagen, trennt euch, ihr werdet eines Tages Probleme miteinander haben. Das ist Zynismus. Aber, sind alle Handys aus? Aber auch muss die Frage erlaubt sein, verdirbt der Mensch nicht eigenmächtig die Liebe durch die Ehe? Wird Liebe nicht allein schon durch die Möglichkeit einer Ehe verdorben? Der Geist der Ehe, der mit Ketten rasselt, vergiftet er nicht die Liebe? Verkommt Liebe dabei nicht zu Vernunft? Und was hat schon Vernunft je mit Liebe zu tun? Liebe muss kein Seelenzustand auf Dauer sein. Liebe kennt keine Lösung mit patentiertem Ausgang. Liebe ist ein fragiler Zustand, ist zerbrechlich wie alles, was unser Seelenheil und unsere Seelenpein ausmacht. Und gerade deshalb so verlockend. Trotz oder gerade wegen der Erfahrung, die man gemacht hat und so gerne weitergeben würde, aber nicht weitergeben kann. Darunter leidet er. Er will gerne seine Erfahrung weitergeben, aber manchmal gelingt es nicht. Ich möchte dazu ein Zitat setzen, das Udo Jürgens selber noch gar nicht kennenlernen konnte, weil das war erst in diesem Jahr. Und das geht so. Keine Verbindung ist tiefer als eine Ehe. Sie verkörpert die höchsten Ideale von Liebe, Treue, Hingabe, Opferbereitschaft und Familie. Wenn zwei Menschen den Bund der Ehe eingehen, verwandeln sie sich in etwas, das größer ist als das, was sie einst waren. Mit diesen Worten wurde das Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA begründet, mit dem das Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe in allen US-Bundesstaaten aufgehoben wurde.